Liebe Kindbergerinnen, liebe Kindberger, es ist mir wichtig, dass jeder, der sich impfen lassen will, auch geimpft werden kann. Ich habe gerade meine dritte Impfung hinter mir und wir sind in der Ordination beim Herrn Dr. Andensteiner und er wird dann quasi fragend beantworten, was Sie wissen müssen über die dritte Impfung. Ja, unsere Telefone sind heute heiß gelaufen wegen der dritten Impfung. Sehr viele haben Gott sei Dank Interesse an einer dritten Impfung, aber es haben auch sehr viele Leute Interesse an der ersten oder zweiten Impfung. Vor allem die erste Impfung wäre sehr wichtig, weil wir haben immerhin noch 40% nicht geimpfte Bürger in Österreich, obwohl unser Bezirk stolz sagen kann, in der Steiermark, wir sind der impfbeste Bezirk in der gesamten Steiermark. Wo können Sie sich impfen lassen? Sie können sich, alle die Kindberg-Umgebung wohnen, können sich gerne bei mir impfen lassen. Wir impfen jede Woche mehrmals. Es wird im gesamten Mürztal von vielen niedergelassenen Ärzten geimpft. Am besten ist, Sie fragen Ihren Arzt des Vertrauens, wo, ob er selber impft oder beziehungsweise wo die nächstmögliche Impfung geholt werden kann. Wann? Also erste Impfung, klar, so schnell wie möglich. Es gibt ja eine Übergangsfrist mit 4 Wochen. Das heißt, wenn man die erste Impfung hat, innerhalb von 3 Wochen, dann kommt man noch in diese 4-wöchige Übergangsfrist hinein, wenn man sich möglichst schnell impfen lässt, dass man in die 2G-Regel fällt. Beim dritten Stich ist es so, bis jetzt hat es geheißen, spätestens nach 9 Monaten, beziehungsweise jetzt auch nach 6 Monaten. Es hängt aber schon vom vorher verabreichten Impfstoff ab, wann Sie sich wieder impfen lassen sollen. Wenn Sie zum Beispiel 2-mal mit Astra geimpft sind, dann sollten Sie sich bereits nach 4 Monaten wieder impfen lassen, so schnell wie möglich. Weil wir wissen, der Astra-Impfstoff ist der Impfstoff, der am schnellsten in der Wirkung nachlässt. Das andere, nächste wäre, wenn Sie 2-mal Pfizer geimpft sind, dann sollten Sie spätestens nach 6 Monaten schauen, dass Sie den dritten Stich bekommen, nicht erst nach 9 Monaten. Wir wissen auch, dass der Pfizer so nach 4-5 Monaten deutlich anfängt, in der Wirkung nachzulassen. Wir haben auch entsprechend viele Impfdurchbrüche miterleben müssen in den letzten Wochen. Die Zahlen schnellen ja exponentiell in die Höhe und bald werden die Intensivstationen übergehen. Wir haben hier vom Mürztal aus auch sehr gute Kontakte zu den großen Intensivstationen in der Steiermark und die sind jetzt schon am Ende ihrer Kapazitäten. Wenn Sie 2-mal mit Moderna geimpft worden sind, dann können Sie sich nach 6 Monaten beruhigt wieder impfen lassen. Sie können vielleicht auch noch 1-2 Monate zuwarten. Sie bekommen dann eine halbe Dosis Moderna als Drittimpfung verabreicht. Vergessen habe ich vorher den Johnson, weil der so selten eigentlich verimpft worden ist. Bei Johnson gilt das Gleiche wie für Astra. Impfen tun wir in unseren Praxen mit Pfizer. Impfen tun wir mit Moderna. Die Impfärzte haben die entsprechenden Dosen lagernd. Man muss allerdings gewisse Impftage festlegen, weshalb wir sie auch bitten, dass sie sich entsprechend vor der Impfung unbedingt bei uns anmelden für die Impfung, weil ich kann nicht einen impfen an dem Tag, am nächsten Tag, den nächsten. Wir müssen immer ein Fläschchen öffnen und dieses Fläschchen, sei es Pfizer oder Moderna, muss am gleichen Tag verimpft werden. Sie können, wenn Sie Pfizer geimpft sind, eine dritte Pfizer-Impfung bei uns bekommen. Ich biete auch an die Kreuzimpfung. Das heißt, wenn Sie Pfizer geimpft sind, können Sie auch einen Moderna-Impfstoff nachher haben. Das bedeutet, Sie sind dann länger geschützt. Ist zwar off-label, aber länger. Dann nächste wichtige Frage bei Eltern mit Kindern. Ab wann können wir unsere Kinder impfen lassen? Ich impfe Kinder im Prinzip ab 7. Lebensjahr, behalte mir aber vor, bei Kindern die Kinder vorher anzuschauen und sollten die Kinder zum Beispiel zu geringes Körpergewicht haben, auch eine Impfung einmal abzulehnen. Das kann passieren, aber prinzipiell
ab 7 Jahre wird bei uns in der Ordination geimpft. Bis jetzt Gott sei Dank noch keine Nebenwirkungen beobachtet.